Jan-Ole Fetzer mit der Startnummer 9 vom VfL Pfullingen. Startnummer 1, Jonathan Munte vom SC Oberstdorf. Wir kommen zur Startnummer 4 und die trägt Aaron Siegel vom SV Baiersbronn. Sarah Johansen vom BSV Kiefersfelden, Startnummer 30. Und da trägt die Startnummer 28 Lara Sophie Legmeier, SC Steinbach-Hallenberg. Mit der Startnummer 29 folgt jetzt Anna Teufel vom SV Meßstetten. Wir kommen zur Startnummer 21, Max Unglaube vom BSV Bad Freienwalde. Startnummer 16 und Julian Hilmer vom SC Stegefeld. Mit der Startnummer 26 folgt Lasse Deibel für den SC Hintertauchen. Mit der Startnummer 23 erwarten wir nun Nando Riemann vom WSV Braunlage. Es folgt die Startnummer 20 und die trägt Keimer Wagerl vom SC Oberstdorf. Mit der Startnummer 33 geht's wieder nach Sachsen. Maggie Lou Schmidt vom WSV Grüner. Mit der Startnummer 31 Emily Teubner, SFV Rothenburg. Mit der Startnummer 34, die trägt Nadine Färber und sie startet für den TSV Buchenberg. Und die trägt die Startnummer 36, Anna Fay Scharfenberg vom SC Motor Zellamelis.
Es wartet nun oben die 53, Julian Fussi vom SC Ruhpolding. Mit der Startnummer 58. Noch drei sind oben. Emanuel Schmidt, WSV Oberaudorf. Mit der Startnummer 59. Luca Geier vom WSV 08 Lauscha. Startnummer oben am Turm, die 60, der Lokalmatador Adrian Tittel für die SG Nickelhütte Aue. Die Startnummer 39, Maike Tyralla vom SK Meinershagen. Zur Startnummer 41 und die kommt auch aus Baden-Württemberg. Selina Könne, SC Degenfeld. Nun zur Startnummer 42. Alvine Holz vom WSV Bad Freienwalde. Startnummer 43, Johanna Eberle vom SC Oberstdorf. Die Startnummer 57 trägt Florian Fechner vom WSV Bad Freienwalde. Mit der Startnummer 67 Fritz Ungetüm vom VSC Klingenthal. Startnummer 64, Nick Seidel, VSC Klingenthal. Die Startnummer 54, Björn Börnig vom WSV Grüna.
Mit der Startnummer 61 kommt jetzt Hugo Ackermann und er zu Hause beim WSV Schmiedefeld. Mit der Startnummer 67 Fritz Ungetüm vom VSC Klingenthal. Startnummer 64, Nick Seidel, VSC Klingenthal. Der Startnummer 11, Max Friedberger vom WSV Rastbüchel. Mit der Startnummer 17, Matti Ebel vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal. Und der eine trägt die Startnummer 16 und heißt Felix Brieden, kommt vom WSV Oberautorf. Und die Startnummer 1 trägt Fabian Klump vom SV Baiersbronn. Die Startnummer 31 trägt Moritz Terrei vom BSV Bad Freienwalde. Ansgar Schupp trägt die Startnummer 34 und ist in Bayern zu Hause beim TSV Buchenberg. Mit der Startnummer 30 ist nun Maximilian Uhr vom SC Partenkirchen. Die Startnummer 24 trägt Johann Unger und er ist hier aus Sachsen vom VSC Klingenthal.
mit der Startnummer 26 Jonathan Grebert, WSV Oberautdorf. Willkommen zur Startnummer 3, Katrin Mark vom SZ Breitnau. Mit der Startnummer 2 ist bereit Sophia Eckensberger, SC Oberstdorf. Die Startnummer 42 trägt Nick Schönfeld und er wieder ein Sachse vom VSC Klingenthal. Die nächste Startnummer ist die Startnummer 37, Pepe Schula, und er ist hier in Sachsen beim SSV Geier. Willkommen zur Startnummer 39, Jan Andersen vom SC Königsbronn. Und vielleicht ja mit der Startnummer 40, Pirmin Meyer vom SC Waldau. Das ist die Startnummer 4, Amelie Steiner vom SC Menzenschwand. Thank you.
haben wir jetzt nicht schön fällt. Fightet. Und hier haben wir jetzt einen Anschub. Ja, der Philippine hat ein zweites Mal hier gewonnen am Fichtenberg. 20 Julian Schleimeier. Wie das Rennen bei den 16ern ausgeht. Genau. Dicht dahinter, Mika. Florian Schulz mit der 33 als Nächster. Meter bis zum Ziel. Nico Sarucci hier. Spannend. Kriegen wir das noch hin im Zielsprung? Wie gestern. Phil Spien auf 1, Matthias Bell auf 2 und Max Wiesberger auf 3. Auf 4. Ich dahinter Christian Sobitz und Felix. So, los geht's. Hier Silas Wirmann und Elias, mach die Augen, dann ich komme schon mal auf diesmal gut ab vor den Jungs und Männern. Unsere 2,5er ist kein Spaziergang, da muss man alles geben.